hier ist das Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Wocheninfo. Herzlich willkommen zur 28. Ausgabe der Wocheninfo des Remscheider Fernsehens Tele DMW. Mein Name ist Michael Westkamp und ich habe für Sie die Sensationsmeldungen der vergangenen Woche bis zum 18. April 2010. Am letzten Montag gab es einen Mord in Lüttringhausen und noch genauer gesagt im Gefängnis. Dort gab es in der Liebeszelle einen Mord. Und zwar hat ein 50-jähriger Kindermörder, der seit 19 Jahren in der JVA sitzt, seine Freundin umgebracht. Dort kann man 6 Stunden unbeaufsichtigt sich mit der Freundin vergnügen. Die 42-Jährige wollte mit ihm Schluss machen. Es gab eine Messerstecherei und einen Zuschlag mit einem Radschlüssel. Der Mann wäre nächstes Jahr wieder auf freien Fuß gekommen. Aber er hat seinen Geschmack geändert und statt Kinder eine 42-jährige Frau umgebracht. Was eine Dummheit. Am Mittwoch, dem 14.04.2010, wurden 2 Männer an der Kreuzbergstraße festgenommen, die einen Bankautomaten an der Kreuzbergstraße manipuliert haben. Ein 22-jähriger Mann und sein Komplize, der 100 Meter weiter im Peugeot wartete, kamen in U-Haft. Im Auto lagen Kraftkleber und Geldkarteneinzugsschächte. Einen aufmerksamen Kunden verdanken die beiden Herren ihre Festnahme. Wuppertal. Der Schwebebahnersatzverkehr wurde eingestellt. Die Busse bleiben jetzt da, wo sie sind. Die Schwebebahn fährt wieder regulär seit Montag, dem 19. April. Die Baustellen haben in Remscheid ihren Höhepunkt erreicht. In Vieringhausen wurden 2 Ampelanlagen extra auch für Fußgänger eingerichtet. Und in der Haddenbach ist natürlich das Übliche, wenn Sie nach Wuppertal-Ronsdorf möchten, müssen Sie die Umleitung über die Goldenbergkurve in Kauf nehmen. Zum Schluss habe ich wie immer noch einen Programmhinweis für Sie im Anschluss dieser Nachrichten, die sehr kurz geraten sind, weil der Film mal wieder so lang geht. Kommt der interessante Film Golf im Dunkeln? Was ist aus dem Kino am Zentralpunkt geworden, was es vor 30 Jahren mal gab? Schönen Dank fürs Zuschauen bei Ihrem Remscheider Fernsehen, Tele DMW. Und seien Sie doch bitte auch nächste Woche hoffentlich wieder dabei. Was ist eigentlich aus dem alten Kino geworden, was vor 30 Jahren hier oben an der Burgerstraße am Zentralpunkt war? Da drin soll eine Minigolfanlage sein und wir hängen erstmal unsere Jacken auf und dann wollen wir uns den Laden mal anschauen. In der Zeitung stand ja einiges und dann würde ich sagen, nichts wie rein. Die Treppen rauf und das erste, was man sieht, eine gemütliche Bar. Hier bekommt man erstmal Getränke, hier wird bewirtet. Schön gemütlich. Direkt gegenüber ist der Dartautomat. Und Leute, die gerade nicht dran sind, die können sich auch hinsetzen, wenn sie möchten. Für die Kinder hat man auch was sich ausgedacht, einen kleinen Minispielplatz. Dieser befindet sich, genauso wie weitere Restaurantsitzplätze, in der großen Golfhalle, wo 18 Bahnen nebeneinander sind. Viel Vergnügen! Diese Bahnen haben nämlich Spezialeffekte dran. Leuchtaufkleber, denn über den Bahnen hängen nämlich Schwarzlichtröhren. Wir schauen uns da mal ein Beispiel an. Hier leuchtet ein gelber Kreis. Besonders abends im Dunkeln kommt der Effekt so richtig zutage. Eine besondere Art, Minigolf zu spielen. Der große Vorteil ist selbstverständlich, dass es hier niemals anfangen würde zu regnen. Und die Wiese ist auch nicht matschig.
Sie behalten also saubere Schuhe. Das ist doch schön. Wir schauen uns die einzelnen Spielchen mal an. Diese Möglichkeiten haben Sie, wenn Sie mal so richtig losschlagen wollen. Für Leute, die noch mehr Bock drauf haben, um sich zu schlagen, hat man neben den Minigolfbahnen noch eine Shuffleboard-Anlage mit gelber Neonröhre oben drüber, die so ein bisschen das Schwarzlicht stört. Aber hier kann man nochmal richtig loslegen. Hier die persönliche Schlägersammlung des Inhabers. Und Tischtennis ist auch hier möglich. Wollen wir uns jetzt mal in den Keller begeben. Dort ist nicht ein Kinosaal, sondern was ganz Besonderes, und zwar die Toilette. Nein, darum geht es uns hier nicht. Hier gibt es Airhockey. Und als ob das noch nicht genug wäre. Hier kann man auch noch viele andere Sachen machen. Und zwar, wie wär's mit einer Runde Poolbillard? Das käme doch auch nicht falsch. Oder wenn Sie ein bisschen Fußballspannung haben wollen, es ist doch immer interessant, ein Tor zu schießen beim Kicker. Ich bin jetzt hier im Indoor-Freizeitcenter oben am Zentralpunkt. Neben mir steht der Herr Petersen und der hat diesen schönen Laden aufgemacht, wo man richtig was tun kann. Wir haben uns das gerade angesehen, nur kein Mensch weiß, wie lange gibt es das eigentlich hier schon? Ja, wir haben also seit 5 Wochen eröffnet und haben die Anfangsphase jetzt erfolgreich hinter uns gebracht. War großer Ansturm? Ja, gerade in der ersten Zeit waren natürlich sehr viele Freunde und Bekannte hier und mittlerweile ist also die Resonanz wirklich sehr gut, hauptsächlich von Schulgruppen und Feiergruppen, also wird das sehr gut angenommen. Viele Kindergeburtstage, die wir schon ausgerichtet haben und auch schon in der Buchung haben. Die Gäste alle friedlich oder ist auch unangenehmes Publikum dazwischen? Nein, bis jetzt, toi toi toi, haben wir wirklich Glück. Ganz tolles Publikum. An den Wochenenden, wo wir ja bis 2 Uhr geöffnet haben, sind sehr viele Jugendliche, die sich hier wohlfühlen und es ist ein sehr niveauvolles jugendliches Publikum. Mhm. Das freut mich sehr. Hört sich an wie so ein Jugendcenter. Ist hier Alkohol erlaubt? Also erstmal Jugendcenter möchte ich so eigentlich nicht sagen. Weil Sie sprechen hauptsächlich von Jugendlichen, ist ja auch dafür hauptsächlich gedacht. Ja, wir bieten mit unseren Freizeitattraktionen, denke ich, eine große Bandbreite von Kunden an. Von den Jüngsten bis über die Jugendlichen, bis hin zu den Erwachsenen, Familien und Senioren. Ja genau, die würden ja auch Minigolf spielen. Genau. Nicht? Was kostet das denn hier? Was kostet Minigolf? Ja, also ich denke, wir haben sehr faire Preise hier. Eine Runde Minigolf, also 18 Löcher. Egal, wie lange man unterwegs ist, für Erwachsene 4 Euro, für Kinder 3 Euro. Und hier dieses Air-Hockey-Gerät. Ja, die normalerweise muss man Geld reinwerfen, hier nicht. Wie geht das hier? Nein, hier nicht. Also wir machen hier Minutentaktabrechnung. Die Spielgeräte außer der Minigolfanlage sind dann im Minutentakt berechnet. Die Airhockeyanlage zum Beispiel 30 Minuten 4 Euro, Kicker, Billard und Tischtennis 30 Minuten 3 Euro. Und die große Shuffleboard-Anlage ist ein großer Shuffleboard-Court, eine Sportart, die sich immer mehr großer Beliebtheit erfreut. Shuffleboard war das mit der grünen Fläche da oben. Genau, die lange 16 Meter lange Spielbahn. Mhm. 3 Euro 30 Minuten, das allerdings dann pro Person. Pro Person. Jetzt habe ich gesehen, das war alles mit Blacklicht oben, mit den Schwarzlichtröhren. Wann wird denn das so richtig Effekt haben? Ab wie viel Uhr? Ich meine, jetzt war noch eine gelbe Lampe an, dann war also der Effekt noch nicht so da. Ja. Wird es wirklich dunkel da oben? Also die gelben Lampen brennen schon, weil ja die Shuffleboarder und die Tischtennisspieler hinten eine gewisse Beleuchtung brauchen. Wenn kein Außenlicht hereinstrahlt, dann erzielt der Schwarzlichteffekt dann doch seine Wirkung, gerade in den Abendsstunden, welcher natürlich noch hervorgehoben wird durch die Neonbeklebung der Minigolfbahn. Haben wir gesehen. Wir haben uns die Bahnen schon angeguckt. Ich bedanke mich erstmal. Gern geschehen. Viel Erfolg noch. Danke sehr. Hier war das Remscheider Fernsehen Tele DMW. Bis nächste Woche.